Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Der April ist da und damit steht die Hauptsaison bei Morchel, Werpel und Lorchel im kompletten deutschsprachigen Raum nicht nur vor, sondern schon halb in der Türe. Grund genug, einen Ausblick auf die nächsten Wochen zu wagen. Mit welchen Arten können wir in den kommenden Tagen und Wochen rechnen? Welche Arten waren in den vergangenen Jahren im Pilzmonat April am häufigsten? All das in diesem Video. Auf geht's! Der April ist, wie schon kurz angerissen, bei uns der Morchelmonat schlechthin. So sind in vielen Jahren nicht nur die bereits ab März zu findenden Spitzmorcheln und Werpeln im April zu finden, sondern auch die nochmal deutlich häufigeren Speisemorcheln tauchen im Verlauf des Pilzmonats Aprils endlich auf. Aber auch zumindest bei uns deutlich seltenere Arten aus dem Bereich der Morcheln, Lorcheln und Werpeln können ab April gefunden werden. So können vor allem in der zweiten Aprilhälfte giftige und vergleichsweise seltene Riesenlorcheln, sehr seltene Fingerhutwerpeln und auch Arten wie die zumindest bei uns noch seltene Käppchenmorchel angetroffen und gefunden werden. Besonders bei Riesenlorchel und Fingerhutwerpel sind wir gespannt, ob sich diese Arten bei uns in diesem Jahr endlich wieder zeigen. Morcheln, Werpeln, Lorcheln und nochmal Morcheln. Gibt es da nicht noch mehr? Natürlich! Gerade der April ist dafür bekannt, dass endlich auch etwas Vielfalt in die Wälder einzieht. Besonders für Porlinge ist der April oft ein sehr guter Monat. So kann man sich an der tollen Struktur des Wabenporlings erfreuen, viele Maiporlinge schon im April finden oder vielleicht sogar auch die ersten Schwefelporlinge für Speisezwecke ernten. Bei einer besonders milden zweiten Aprilhälfte kann man mit etwas Glück vielleicht sogar schon auf die ersten Mairitterlinge hoffen. In sehr milden Regionen werden in manchen Jahren sogar auch schon Hexenröhrlinge und Kiefernsteinpilze im April gefunden. Mit Röhrlingen ist, bei uns in Oberbayern, aber im April tatsächlich normalerweise nicht zu rechnen. Aber sag niemals nie. Ja, was gibt's denn im April sonst noch zu finden? Sehr häufig waren bei uns in den letzten Jahren zum Beispiel Haustintling und Glimmertintling, aber auch verschiedene Becherlinge wie zum Beispiel Brachbecherlinge, Anemonenbecherlinge und Scharboxkrautbecherlinge. Auch die wunderschön gefärbten Goldmistpilze lassen sich häufig schon im April einmal blicken. Deutlich seltener sind dazu im Gegensatz zum Beispiel Funde vom violetten Rötelritterling oder auch vom Schopftintling. Zusammengefasst: Uns steht wieder einmal ein wunderbarer Pilzmonat bevor, in dem es zwar auch bei uns hauptsächlich um Morchel, Werpel und Lorchel gehen wird, aber endlich auch die Artenvielfalt hoffentlich einen großen Satz macht. Wir freuen uns drauf. Um euch auf die kommenden Wochen einzustimmen, gibt es jetzt zum Abschluss des Videos noch die ein oder andere Detailaufnahme aus dem April der Vorjahre. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit den restlichen Aprileindrücken, einen guten Start in den Pilzmonat April, viele schöne Funde und vor allem natürlich Erstfunde. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann!